Und deshalb, wir haben ja unter uns doch einen Großteil von Menschen, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sind, also von 50 an aufwärts. Bitte nimm dir das zu Herzen. Vergeude deine Zeit nicht mit allem Möglichen, was die Gegenwart dir geben will. Und nun zu diesem ganzen ersten Kapitel. Ich habe jetzt nun nur den letzten Teil gelesen, das Gebet, aber ich schließe den ersten Teil mit ein, weil mit diesem ersten Teil beschäftige ich mich persönlich beständig. Das ist immer wieder die Grundlage meines Gebetes in besonderer Weise. Weil im Epheserbrief beginnt Paulus im Grunde mit einem Psalm. Und da geht uns auf, was das ist, ein Psalm. Nämlich er beginnt, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Also so wie im Alten Testament die Psalmen anfangen zur Verherrlichung Gottes, so beginnt Paulus hier, wenn er den Rundbrief schreibt, mit einem Psalmwort. Gelobt sei Gott. Und was ist jetzt der Inhalt des Psalmes? Was ist der Grund der Anbetung? All dessen, was der Vater uns im Sohn geschenkt hat. Und davon war das Herz des Apostels Paulus total erfüllt. Weil ihm war aufgegangen, dass die Erfüllung gekommen ist, all dessen, worauf die Väter, die Propheten und alle, die im Alten Testament gelebt haben, immer gewartet haben. Und Petrus schreibt ja davon, und er beginnt übrigens genau wie Paulus hier in seinem ersten Brief, auch mit einem Lobpreis. Und dann kommt er auch darauf zu sprechen, darauf haben die Propheten gewartet. Die Väter haben gewartet, die haben sich danach gesehnt. Aber die haben es nicht erlebt. Wir haben es erlebt. Und die Engel sogar gelüstet zu schauen, zu erfassen, was uns geschenkt ist als Gemeinde Jesu Christi. Bruder, Schwester, hast du das je begriffen, was das heißt, beschenkt zu sein in Jesus mit der ganzen Fülle der Himmelswelt? Hast du das je begriffen? Wenn nicht, bitte den Herrn darum, dass er dir das Verständnis öffnet durch seinen Heiligen Geist aufgrund seines Wortes. Er will dich hineintauchen. Du sollst in der Fülle dessen leben, was der Vater in Jesus geschenkt hat. Was Gott uns nicht geoffenbart hat, wollen wir nicht wissen. Aber was er geoffenbart hat, das wollen wir wirklich nehmen, und zwar im ganzen Umfang. Und solche sollten wir sein. Deshalb spürst du an dieser Stelle, wie das Herz des Apostels Paulus erfüllt war. Paulus konnte gar nicht anders. Er musste lobpreisend beginnen. Weil er hatte tatsächlich erfasst, was für eine Fülle uns der Vater im Sohn geschenkt hat. Und nicht nur für die Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Ich kann nicht oft genug die Linie von der Gegenwart in die Ewigkeit ziehen. Damit wir alle miteinander erwachen, dass unser Leben hier ja nur ein Vorgeschmack ist für das, was dann ohne Aufhören sein wird. Wir können uns das mathematisch noch gar nicht vorstellen, was das heißt Ewigkeit. Weil wir ja in der Zeit leben, da hat alles einen Anfang und ein Ende. Aber wir haben ja eine Vorahnung von dem, was da heißt, ohne Aufhören. Und ich hoffe, dass in diesen Tagen unter dem Thema Kennst du deine Zukunft uns bewusst geworden ist, wie kurz das Leben ist und wie lang die Ewigkeit. Oh Gott, möge geben, dass diese Tage dazu beigetragen haben, dass unser oberflächliches Christentum ein Ende hat. Und wir verstanden haben, dass er uns in den Sohn hineingetan hat, damit der Sohn sein Leben in uns und durch uns lebt. Und nun geht der Apostel Paulus in diesem ersten Teil, alles eingeschlossen in den wunderbaren Lobpreis, wie ein Psalm, geht er alles durch, was der Vater uns im Sohn gegeben hat. Und das sind so herrliche Stationen, dass ich es in meinem persönlichen Gebet immer wieder bewege. Weil der Vater hat mich damit beschenkt, aber dich auch. Nur ist es oft so, dass uns das Verständnis fehlt.
das wie ein Vorhang von uns, vor unseren Augen ist, und er soll weggenommen werden durch sein helles, klares Wort, dass wir in seinem Licht dieses helle Licht erkennen. Und dann beginnt er, wie er uns erwählt hat in demselben oder durch denselben, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten sein, heilig, unsträflich, vor ihm das Ganze in der Liebe. Eine Erwählung, die stattgefunden hat in Christus vor Grundlegung der Welt. Das wäre schon Grund genug, dass man auf seine Knie fällt und sagt, was, Vater, hast du gemacht? Mich in Christus, bevor die Welt war, erwählt, um heilig zu sein, in Christus unsträflich, um ein Leben in deiner Gegenwart vor dir zu führen und das Ganze in der göttlichen Liebe. Oh, wenn du nach Hause kommst nach diesem Gebetstag, vielleicht wählst du diesen Abschnitt auch als persönliche Gebetsgrundlage eine ganze Zeit lang in deinem Leben. Denn es tut gut, Geschwister, dass man gewisse Abschnitte der Bibel mal zu einem Thema macht durch Wochen oder Monate hindurch. Wo man nebst allem, was man liest in der Bibel, immer wieder an diesen Stellen verweilt, damit das Tiefgang bekommt in unserem Inneren. Das tut sehr gut, dass man nicht einfach nur über 10 Kapitel schnell hinwegliest, sondern dieses reden lässt, denn das Wort ist Geist, ist Leben. Und dann geht es weiter, wir sind zur Kindschaft oder zur Sohnschaft gekommen. Und das alles durch die Gnade. Oh, das ist wunderbar. Das ist so wunderbar. Da muss ich wieder an die beiden ehernen Säulen denken, die aufgestellt waren im Tempel. Jachin und Boas. Und weißt du, die hatten Kapitäle oben, wie das früher so der Fall war. Die waren 18 Ellen hoch. Und die Kapitäle waren 5 Ellen. Und nach meinem Verständnis ist 5 in der Bibel die Zahl für die Gnade. Also waren sie oben abgeschlossen mit Gnade. Das Ganze war ein Hinweis auf die Beständigkeit und die Stärke Gottes, deshalb Ehren im Tempel. Aber eben gekrönt mit der Gnade Gottes. Ich bitte dich herzlich, lass dir in deinem Leben die Gnade Gottes verklären. Man muss die Gnade Gottes verstanden haben, man versteht sie am allerbesten, wenn man sie im Herzen verstanden hat, durch Buße und Bekehrung. Und das wirklich in die Tiefe gehend. Dann versteht man die Gnade Gottes, dass Gott sich einem solchen Sünder zugewandt hat, wie ich bin und wie du bist. Dann verstehst du Gnade. Dann ist dir das kein Fremdwort mehr, sondern es ist dir ein lieb gewordenes Wort. Und so muss es sein. Und dann geht es weiter, nicht wahr? Die ganze Erlösung in seinem Blut, Loslösung von der Macht der Sünde. Als Paulus nach Ephesus kam und fand die Johannesjünger, nicht? Ihr kennt diese Stelle im 19. Kapitel, dann waren also dort zur damaligen Zeit noch Johannesjünger, können wir erkennen, welch eine Kraft von Johannes ausging, nicht? Dass man dann nach Jahren noch in Ephesus solche fand. Aber sie kannten die Taufe in Christus hinein nicht. Sie kannten also nur die Vergebung der Sünden. Aber die Loslösung von der Macht der Sünde geschieht allein in Christus, nicht durch die Taufe des Johannes des Täufers. Und darum, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Da ist dann nicht nur Vergebung, sondern Loslösung von der Macht der Sünde, von all den sündlichen Gewohnheiten, die die Menschen fressen. Denn das sehen wir heute in einer katastrophalen Weise, wie Menschen von der Sünde einfach dahingerafft werden. Rauschgift, Drogen, Alkohol, Hurerei, Diebstahl, Betrug, Lüge,
Da werden die Leute richtig gefressen von alledem und sterben in ihren Sünden. Das ist uns schrecklich. Und es geht weiter durch die Erkenntnis Jesu Christi, durch die Loslösung von der Macht der Sünde, ist uns jetzt eine Fülle von Erkenntnis zuteil geworden. Ist wunderbar. Welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit oder Erkenntnis. Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Was ist das? Ja, alles, was von Ewigkeit her in Jesus uns geschenkt war und ist. Das ist uns jetzt geoffenbart. Das Geheimnis ist enthüllt in Jesus. Und sag mal, freust du dich über diesen Reichtum, den uns der Vater in Christus mit aller Weisheit, Erkenntnis, Klugheit geschenkt hat? Nicht um etwas zu sein, sondern um sich darin zu freuen und es zu nützen zu seiner Ehre. Und dass jetzt Himmel und Erde zusammengefasst sind in Christus, weil eben die Sünde, die Macht der Sünde ist überwunden durch den Gekreuzigten. Jetzt dürfen wir in dem Genuss des Himmels leben. So wie der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 1, Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschensohn. So wie Jakob das erlebt hat, als er geflohen ist, um nach Haran zu gehen, wie er das unterwegs erlebt hat, die Himmelsleiter. Das ist uns die ganze Fülle des Segens Gottes aus der Himmelswelt, ist uns in Jesus geschenkt. Und das verkündigen wir mit großer Freude, weil wir möchten, dass die Gemeinde Jesu Christi in diesem Reichtum in Jesus Christus Tag und Nacht zu Hause ist. Das ist das Normale. Und dann kommt das Erbteil. Oh, wie ist es schön, auf das Erbteil zuzugehen. Für Kinder Gottes kommt das Schönste erst. Hier können sie durchs Tränental gehen. Hier kennen sie Bedrängnisse. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Bruder, Schwester, Bedrängnisse ist ganz normal. Bitte stolpere nie, wenn du das erlebst, was in Römer 8 geschrieben ist, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Oh, das gefällt mir so. Viele Leute werden natürlich denken, das ist eine eigenartige Sprache des Paulus. Aber mir gefällt das, denn es zeigt die Realität. Die erlebe ich in meinem Dienst. Oh, die erlebe ich dermaßen. Aber ich bin dankbar. Der Herr sagt mir, es ist normal. Ein Kind Gottes ist hier in der Wüste. Ein Kind Gottes lebt hier zwischen Wölfen. Und deshalb habe ich solches zu erleiden. Aber ich darf den kennen, der mich durch alles hindurchträgt. Das ist so schön. Merk dir, für jede Prüfung, die du durchzustehen hast, ist gleichzeitig die ganze Kraft, das ganze Kraftpaket Gottes gegeben. Für jede Prüfung, egal wie die heißt. Vergiss das nicht. Gott gibt nie eine Prüfung ohne Kraft. Macht er nicht. Tut er nicht. Er ist der Gott der Liebe, der Barmherzigkeit. Aber er kann uns die Prüfungen nicht ersparen. Zu unserer eigenen Reifung und zur Verherrlichung Gottes. Bei den Blindgeborenen, da haben sie gefragt, ja, wer hat denn jetzt da gesündigt? Die Eltern oder er selber? Hat Jesus gesagt, keiner. Das ist nur zur Verherrlichung Gottes. So. Es gibt viele Prüfungen, die gehen Kinder Gottes durch, da geht es nicht um Sünde, sondern zur Verherrlichung Gottes. Das haben wir auch festgestellt in unserer Gemeinde. Plötzlich muss jemand ins Krankenhaus. Man wundert sich, ist vielleicht im Moment erschrocken, was ist denn passiert? Ja, das geht gar nicht um den Bruder oder die Schwester, die da erkrankt sind, sondern um die Patienten im Krankenhaus und ums Pflegepersonal oder die Ärzte. Deshalb müssen die ins Krankenhaus. Und wenn Gott seine Sache ausgerichtet hat, dann werden die wieder gesund, gehen sie wieder heim. Ja, weil wir ihm angehören, geht er mit uns solche Wege. Und wir wollen ihm ja nicht widerstreben. Und so geht es nun weiter auf, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit.
Und das haben wir sicher jetzt heute Morgen gespürt und verstanden. Tatsächlich zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann kommt noch der Abschnitt, der letzte Abschnitt im ersten Teil des ersten Kapitels, wo uns noch gesagt wird, dass wir durch das Wort der Wahrheit, durch das Evangelium der Seligkeit, unserer Errettung, versiegelt worden sind, weil wir ihm Glauben geschenkt haben, versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und das ist wie eine Erkennungsmarke. Der Herr hat sie für sich beschlagnahmt, unter Siegel gesetzt. Und zwar, bis wir am Ziel sind. Es sind seine Auserwählten. Und darum, und jetzt kommt der letzte Abschnitt, und den haben wir auswendig gelernt. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Paulus fasst hier die beiden wichtigsten Erkennungsmerkmale von Wiedergeborenen zusammen. Und zwar nur in zwei Themen. Sie stehen im Glauben an Jesus und sie haben Liebe zu allen Heiligen. Darf ich dich mal fragen heute Morgen, ist das bei dir der Fall? Hast du Liebe zu allen Heiligen deiner Gemeinde? Oder nur zu einer gewissen Auswahl, weil sie dir sympathisch sind? Wie oft bilden sich in den Gemeinden so Cliquen, ja? Hab Acht. Pass auf. Es kann gefährlich sein. Wenn dein Herz eingrenzt aufgrund von irgendwelchen Sympathien, bist du in Gefahr. Gewöhne dir an, jeden der Heiligen zu lieben und gerade die Einfachen, die Kleinen, bitte in Anführungszeichen, in den Augen Gottes können sie sehr groß sein. Aber die, die man immer so an den Rand drückt, passiert immer wieder in den Gemeinden. So schmerzlich. Und oft sind es die, die in den Augen Gottes wunderbar sind, aber sie werden gar nicht gesehen von der Gemeinde. Da spielen ganz andere Kriterien eine Rolle. Aber Geschwister, wir werden alle einmal staunen, wenn wir vor Gottes Preisrichterstuhl stehen. Da werden Behinderte sein, die waren hier in der Gesellschaft immer am Rand, unbeachtet, aber in ihrem Herzen lebte der Herr. Und wenn wir sie dann sehen in der Vollendung, dann werden wir staunen. Werden wir sagen, ja Mensch, wo kommt denn der her? Den habe ich doch immer gesehen. Den habe ich ja hier nie beachtet. Ja, ja, du hast ihn nicht beachtet. Aber der gute Hirte hat ihn beachtet. Und jetzt hat er ihm einen wunderbaren Überwinderkranz geschenkt. Wie wird das herrlich sein? Hier geht man an ihnen vorbei. Vor ihm sind sie wunderbar gemacht. Ja, die beiden Erkennungsmerkmale, Glauben an Jesus und Liebe zu allen Heiligen, lass dir beides nicht stehlen. Nicht durch ein Angebot von vielen, die heute in die christlichen Gemeinden kommen und sagen, dir fehlt das und dir fehlt das und das hast du auch nicht und so weiter und immer aufzählen und damit von der Hauptsache ablenken. Große Gefahr. Dann ist von Gaben die Rede und dann geht es um Segnungen, nicht wahr? Und noch andere Dinge, die, wo man sagt, ja, das fehlt euch. Und da ist man beeindruckt, ja, der hat wirklich wahr, nicht wahr? Wirklich recht, das ist wahr. Und man rückt plötzlich von der Mitte des Evangeliums ab und merkt es gar nicht. Bitte bleibt immer beim Zeugnis der Schrift. Und wenn 100.000 kommen, und versuchen, dich abzurücken von der Mitte. Geh nicht mit ihnen. Lass sie gehen. Höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und jetzt kommen die drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner selbst Erkenntnis. Um was hat Paulus also gebetet? Und das ist hier sehr wichtig, dass man genau hinhört,
was der Heilige Geist dem Paulus aufgetragen hat zu schreiben, was dem Heiligen Geist wichtig war, denn es ist ja nicht Paulus, er war ja nur das Instrument. Es war ihm wichtig, Gott, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, unter der Leitung des Geistes der Weisheit und der Offenbarung richtig in der Tiefe zu erkennen. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung ist kein anderer Geist als der Heilige Geist. Aber hier soll einfach zum Ausdruck gebracht werden, dass wir durch diesen Heiligen Geist in die göttliche Weisheit und in die Offenbarung hineingenommen werden, dass das, was geschrieben steht, uns enthüllt wird, dass wir zu Sehenden werden, dass wir wissen, wenn wir von unserem Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus reden, dass wir wissen, mit welcher Majestät, mit welcher Gottheit wir es zu tun haben. Und da erkennen wir deutlich, wie schon damals Paulus festgestellt hat, dass oft Kinder Gottes bei der Oberflächlichkeit stecken bleiben. Die haben sich bekehrt, aber es ging nie in die Tiefe. Da kam es nie dazu, wie er schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 2, der Geist erforscht die Tiefen der Gottheit. Und ich bitte dich, Bruder, Schwester, weil ich das fortwährend merke bei den Gläubigen, es fehlt ihnen oft der geistliche Tiefgang. Das sind nicht Brunnen gegraben nach Psalm 84 in den Leidenszeiten, sondern man lief einfach nur zum Arzt, so schnell wie möglich weg mit der Unbequemlichkeit, nicht wahr? Ich möchte leben, möchte genießen. Man ist nie durchs Jammertal gegangen, um Brunnen zu graben, dass das frische Quellwasser kommt. Hat man nicht gemacht. Sondern nur Tabletten, Spritzen, Arzt, nicht wahr? Wird ja alles bezahlt bei uns. Hast du auch je gefragt, was Gott mit deiner Krankheit bei dir bewerkstelligen wollte? Und konnte er sein Ziel erreichen? Ich staune manchmal, wie langmütig Gott ist. Da hat man einen Verkehrsunfall, ist genesen. Mensch, kann man sagen, da habe ich aber ordentlich Glück gehabt, nicht wahr? Hätte ja ganz anders ausgehen können. Hast du verstanden, was Gott dir sagen wollte? Bist du dadurch geistlich in die Tiefe geführt worden? Oh, möge Gott schenken, dass wir ihn aus der Nähe kennenlernen. Und das wünschte ich auch gerade für junge Menschen, natürlich auch für Betagte noch, aber auch für junge Menschen, dass sie das begreifen, nicht nur bekehren, sagen, ich gehe auch in die Gemeinde, nicht? Das ist eine gute, bibeltreue Gemeinde, damit schmücken sich viele, aber haben selber keinen geistlichen Tiefgang. Und verkriech dich bitte nie hinter deinen Gläubigen, die dich umgeben, sondern werde selber einer, der Gott aus der Nähe kennt aufgrund der Schrift. Dann hast du zu geben, um auszuteilen. Und nun das Zweite. Und erleuchte die Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche das sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Und das ist mir so aufgegangen, dass wir verstehen, welches unsere Erwählung ist, unsere Berufung, unser Erbe. Deshalb spreche ich, das spürst du sicher durch die Versammlungen hindurch, immer von der Zukunft. Immer. Weil wir sitzen nicht im Himmel einfach im Sofa und drehen Däumchen. Das ist nicht die Bestimmung der Heiligen. Sondern mit Christus zu regieren in alle Ewigkeit. Und wenn das meine Bestimmung ist, dann muss ich hier schon dementsprechend leben. Sonst stimmt was nicht. Sonst kann ich die Aufgabe doch nicht antreten. Nicht, dass ich das in der eigenen Kraft machen müsste, du verstehst mich, sondern durch Christus in uns. Er tut's, aber ich muss es verstanden haben. Ich muss es begriffen haben. Ich muss es erfasst haben. Dann wirkt es der Herr selber durch sein Wort und durch seinen Geist in mir aus. Und das ist so schön. Geschwister, wenn solche verantwortungsbewussten Kinder Gottes zusammenkommen, dann ist das herrlich.
Jeder weiß um die Bestimmung im Himmel. Jeder weiß, was dort auf ihn wartet. Und deshalb, Herr, hier nimm du mein Leben. Es soll für dich gelebt sein. Und solche Heiligen Gottes möchte er heute auch unter uns ausbilden, damit unser Leben nicht ein Geschwätz ist, sondern zu seiner Ehre gelebt. Und bitte denke daran, dass während wir diese Verse durchgehen, du Gelegenheit hast, in deinem Herzen mit Gott darüber zu reden. Möge Gott schenken, dass heute Morgen und auch durch den ganzen Gebetstag hindurch heilige Entscheidungen fallen zwischen dir und Gott. Denn nur wenn wir das Wort Gottes so hören, dass es sofort zur Zwiesprache wird mit ihm, nur so hören wir im Grunde das Wort richtig. Weil es hat ein Echo ausgelöst in unseren Herzen zu ihm hin. Und das ist fruchtbares Hören des Wortes Gottes. Und jetzt der dritte Punkt. Ich wiederhole, erster, um Gott wirklich kennenzulernen als der, der er ist. Ich möchte nur erinnern an Jesaja Kapitel 6, wie er seinen Gott kennengelernt hat. Und überlege mal, welch ein Segen von Jesaja ausgegangen ist mit seinen 66 Kapiteln. Ich kann immer wieder nur staunen. Das längste Buch im ganzen Alten Testament mit Ausnahme der Psalmen. Wunderbar. Dann das zweite, erleuchtete Augen, um das Erbe, die Berufung zu erkennen. Und jetzt das dritte, die Kraft der Auferstehung. Wir kennen dieses Wort, es ist uns nicht fremd. Aber wir wollen jetzt einmal sehen, was der Heilige Geist damit meint, wie das praktisch zu verstehen ist. Ich will versuchen, es zu erklären. Als der Herr Jesus vom Tod auferstanden ist, er hatte zuvor die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, als Unschuldiger, und ist gestorben. Und da hat ihn der Vater herausgeführt, auferweckt. Und wir sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wiedergeboren durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit ihm auferstanden. Das bedeutet, die Kraft, die in Christus wirksam war, als er herausgehoben wurde aus dem Grab, diese Kraft ist in den Kindern Gottes durch den Glauben an ihn. Deshalb sage ich immer wieder, mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden, mit Christus in die Himmelswelt versetzt. Und das ist das Wunderbare, das uns der Vater in seinem Sohn geschenkt hat. Und das brauchen wir auch. Weißt du, wir müssen ganz bewusst in der Auferstehungskraft Gottes und Jesu Christi leben. Weil wir sind wie Schafe mitten unter den Wölfen. Kinder Gottes werden Tag und Nacht bombardiert. Manchmal ist das so schlimm, dass man es auch in der Nacht feststellt, dass da die Teufel losgelassen sind gegen einen. Man spürt das. Oder wie ich es einmal ganz drastisch erlebt habe, ich habe das Erlebnis schon mancherorts erzählt, dass ich gemerkt habe, jetzt in der Nacht ist ein Teufel los gegen dich. Ich habe geschlafen, aber ich habe das im Schlaf, im Unterbewusstsein ganz klar mitbekommen. Es war schrecklich. Ich weiß nicht, was er vorgehabt hat. Aber dann bin ich an meinen eigenen Worten erwacht. Plötzlich habe ich selber gesprochen, im Namen Jesu, hau ab! Und Geschwister, da habe ich nachher begriffen, was der Herr gemacht hat. Weil ich sein Eigentum sein darf aus Gnaden, hat er sich meines Willens und meiner Stimme bemächtigt. Und so soll es ja sein. Und gelobt sei Gott, dass wir in dieser Auferstehungskraft Jesu Christi leben dürfen. Und du darfst auch dann leben und gerade dann, wenn du ganz schwach und elend bist. Wir meinen dann immer, wenn wir Auferstehungskraft Jesu Christi hören, das bedeutet immer auf Höhen zu gehen, mitnichten. Du brauchst die Auferstehungskraft, wenn du im Tal bist, ganz besonders.
dass du dir neu bewusst machst, Herr, ich durfte ja mit dir auferstehen. Du bist der Auferstandene. Du in mir, ich in dir. Also bin ich in der Kraft, ob ich sie spüre im Moment oder nicht. Das hat gar nichts zu sagen. Bitte nie vom Gefühl her urteilen. Je schneller ein Kind Gottes nach der Bekehrung frei wird von den Gefühlen, desto besser. Nicht, dass wir Gefühle von Natur aus negieren, versteh mich recht. Sondern es geht mir darum, dass wenn es um Heilstatsachen und Verheißungen geht, müssen wir lernen, auf ihnen zu stehen, ohne irgendetwas zu spüren oder zu sehen. Und je schneller das ein Kind Gottes gelernt hat, desto besser geht es mit ihm vorwärts und himmelwärts. Denn meistens haben die Gläubigen Schwierigkeiten durch die Gefühle, weil das können sie nicht verstehen. Ja, Gott sagt doch so und jetzt ist mir es gerade so. Und ach, warum ist das denn so nicht? Dann kommt das Selbstmitleid noch mit hinzu. Nicht? Ach, und dann ist man ganz in der Tiefe. Lies deine Bibel. Nimm die Verheißungen. Und lerne, dass das Wort Gottes A und O ist, egal wie es dir zumut ist. Und wenn du gleich meinst, du müsstest sterben, dann nimm es erst recht. Und du wirst sehen, es trägt dich hindurch. Oh, wie ist Gott hier bei mir? Ich möchte sagen, Tag für Tag daran, dieses mit mir zu üben, beständig. Damit man aus der ganzen Gefühlsduselei in der viele Christen leben, herauskommt. Denn Geschwister, dass heute so viel Unnüchternheit ist, geht auf das zurück. Man hat sich immer Gefühlen hingegeben und darin schwelgt man so gerne. Und ich möchte das ganz bewusst sagen, auch im Blick auf Frauen, entschuldigt, wenn ich das jetzt einmal so hervorhebe, damit ist prinzipiell nichts Negatives gesagt, aber aufgepasst, dass wir uns nicht einfach Gefühlen hingeben. Ach, jetzt fühle ich mich so selig. Gut, wenn das der Fall ist, sei dankbar, aber gewöhne dir an, ohne Gefühle zu glauben und zu vertrauen. Dann hast du auch für die Tage der Anfechtung. Und deshalb heißt es hier, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Es wird uns unser Herr vor Augen gestellt, als hoch erhaben. Als der, der die Macht hat, über alles. Und wenn ich in ihm geborgen bin, dann muss ich nicht mehr Angst haben. Vor Wasser. Und dann darf ich hören, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Ach, wie liebe ich diesen 23. Vers. Es bedeutet, dass wenn sich Christus uns geschenkt hat, dass er sich uns gegeben hat in seiner ganzen Fülle. Es ist ja auch klar, nur auf dieser Ebene können wir unserer Bestimmung zugeführt werden. Er, der Erstgeborene, unter vielen Brüdern. Das geht nur so, geht nicht anders. Er die Fülle in allem, damit wir dort in der Herrlichkeit ohne Aufhören mit ihm sein können. Er das Haupt, wir der Leib. Aber das muss uns bewusst gemacht sein durch das Lesen der Bibel und das, dass uns der Heilige Geist darüber Klarheit gibt und die Augen aufmacht. Deshalb haben wir solche Bibelwochen. Deshalb haben wir solche Zusammenkünfte, dass genau dieses geschehen kann. Und wo es da noch fehlt beim einen und anderen, bitte komm mit diesen Dingen in die Gegenwart Gottes. Sage, Herr, ich habe jetzt mal irgendetwas verspürt davon. Sei so gut, hier ist dein Wort, öffne mir die Augen. Ich möchte dich so klar wie möglich sehen durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. So klar es überhaupt geht. Hier in dieser Welt. Schenk mir das bitte. Und wo das ein aufrichtiges Anliegen ist und wo du dann auch für dich immer wieder diese drei Anliegen vor Gott bewegst, und das habe ich persönlich gemacht, Geschwister, die Frucht war überwältigend. Sonst könnte ich heute Morgen gar nicht so Zeugnis geben davon.
Aber wo du das immer wieder machst, Herr, diese drei Punkte, gell? Du tust es in mir aufgrund deines Wortes. Da geschieht es. Und wenn wir bei einer nächsten Bibelwoche zusammenkommen, du wirst Zeugnis geben. Du wirst sagen, was ich hier gehört habe, das habe ich zu Hause praktiziert. Und nun durfte ich wirklich erleben, wie Gott mit mir in die Tiefe gegangen ist. Und das hat mir so geholfen, aus einem oberflächlichen Christentum herausgerissen zu werden, um jetzt Gott zur Verfügung zu stehen und zu dienen. Möge das wirklich sein, Geschwister. Dann ist das Wort Gottes zur Praxis geworden, zum Segen geworden, zu dem es gegeben ist. Denn es will nicht Theorie sein, nicht Verschönerung oder Verzierung, sondern Hauptsache in unserem Leben. Amen. Ich möchte deshalb herzlich bitten und einladen, die Bibel aufzuschlagen in Epheser Kapitel 1. Und ich lese von Vers 15 bis 23. Also genau die Verse, mit denen wir uns beim Auswendiglernen in dieser Woche beschäftigt haben. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Und erleuchte die Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Geliebter Herr, dein Heiliger Geist hat deinen Knecht, den Apostel Paulus, vor so vielen Jahren geleitet, solches niederzuschreiben. Und unter anderem auch für uns. Und jetzt möchten wir dich so herzlich bitten, weil wir verstanden haben, es war deinem Geist ein herzliches Anliegen, dass alles so formuliert und geschrieben wurde für die Gemeinde, dass wir dich bitten möchten, Herr, offenbare dich selber jetzt in deinem Wort, dass wir wirklich Verstehende werden. Solche, die dein Wort mit geöffneten Augen lesen, nimm jeglichen Schleier und Vorhang vor unseren Augen weg und lass uns in deinem Licht das helle Licht sehen und gut verstehen, Herr, so dass niemand heute aus diesem Haus geht, ohne dich gesehen und verstanden zu haben. Bitte, lieber Herr, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Herr, du kannst tun über Bitten und Verstehen. Und das möchten wir herzlich erbitten. Das geschehe an diesem Tag. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin hoch erfreut, dass wir gerade an diesem Gebetstag uns mit diesen Versen beschäftigen dürfen. Denn was wünsche ich mehr, als dass gerade dieser Epheserbrief könnte in jeder Gemeinde einmal im Jahr gepredigt werden. Dass man diese 6 Kapitel des Epheserbriefes mindestens einmal im Jahr miteinander durchliest und sie in der Gegenwart des Herrn bewegt. Weil der Epheserbrief ist ein besonderer Brief unter all denen, die wir im Neuen Testament haben. Und zwar ganz einfach deshalb, weil er ein Rundbrief ist. Der Heilige Geist hat eines Tages den Apostel Paulus bewegt, einen Brief zu schreiben, nicht nur für eine Gemeinde, obwohl er als Epheserbrief hier bekannt ist, sondern als Rundbrief,
der von Station zu Station geht, in die verschiedensten Gemeinden. Zuletzt kam er nach Ephesus, deshalb nennen wir ihn Epheserbrief. Und was möchte ich damit zum Ausdruck bringen? Nämlich, dass der Heilige Geist, den Paulus hier bevollmächtigt hat, einen Brief zu schreiben, der in allen Gemeinden bekannt sein soll. Und gewissermaßen wie eine Grundlage des christlichen Glaubens und Bekenntnisses darstellt. Das heißt, das, was jedes Kind Gottes alle Zeit, jeden Tag, jede Stunde gegenwärtig haben sollte, um darin zu leben. Und ich wünschte nichts mehr, als dass die Endzeitgemeinde dieses versteht. Wenn sie das verstanden hat, dann taucht sie der Herr aufgrund seines Wortes in eine wunderbare Fülle hinein und bereitet sie in dieser Fülle und durch diese Fülle vor für die Stunde der Entrückung. Und lasst uns mehr denn je ganz zielbewusst leben. Nicht so wie die Einzelnen in Thessalonich, die dann gesagt haben, der Herr kommt bald, wir müssen nicht mehr arbeiten. Ja, nicht so, das ist unnüchtern. Wir tun unsere Pflicht, wir tun unsere Arbeit wie bisher, gar keine Frage. Aber das Herz ist ausgerichtet auf Jesus und Jerusalem droben. Das ist das normale Christenleben. Und dazu darf uns gerade dieser Epheserbrief in Besonderheit dienen. Und wer sich schon immer wieder mit diesem Brief beschäftigt hat, der hat gespürt, dass hier eben der Heilige Geist der Gemeinde etwas ganz entscheidend Wichtiges anvertraut hat. Und deshalb, wenn du zu Hause bist, nimm immer wieder diesen Brief hervor, nebst allem, was du in der Bibel liest, und geh ihn für dich immer wieder durch, diese verschiedenen Stationen, Kapitel 1 bis 6, bis der Inhalt dieses Briefes deinen Geist erfüllt. Man sollte die Bibel wirklich so lesen, dass der Inhalt, zum Beispiel wie jetzt der 6. Kapitel, dass der Inhalt uns in Fleisch und Blut übergeht. Weil eben hier wie eine geistliche Grundlage gegeben ist, die immer in uns sein sollte und uns begleiten durch alle Jahre unseres Lebens. Und ich möchte nur auch da wieder daran erinnern, in welch geistlicher Tiefe, das heißt unter geistlicher Unterernährung, die Christen in der Jetztzeit leben. Wir haben da ungeheuren Nachholbedarf. Weil, ich möchte nur mal wieder sagen, Luther hat seinerzeit gesagt, wer den Römerbrief nicht auswendig kann, ist kein richtiger Christ. Und da spüren wir etwas von dem, was wir längst verloren haben, nämlich, dass wir nicht mehr im Wort leben, sondern wir nehmen es nur dann und wann. Und das ist sehr schmerzlich. Gewöhne dir an, im Wort zu leben. Nur wieder ein Beispiel, weil die Beispiele helfen uns. Früher war es auf dem Bauernhof so, oder man traf das an, dass da die Großmutter saß, irgendwo, sie war nicht mehr fähig, die Feldarbeit zu tun, aber sie hatte eine ganz wichtige Aufgabe im Haus und in der Familie. Und wenn du ins Wohnzimmer kamst, dann saß sie irgendwo in der Ecke, im Lehnstuhl, und was war auf ihrer Schoß? Die Bibel. Und von dieser Zentrale des Hauses, da ging der Segen aus. Da wurde täglich das Wort gelesen. Da wurde beständig gebetet für die, die draußen auf dem Feld arbeiten, und alles, was geschieht im Haus, die Verwandtschaft, alles wurde gebetet. Alles von diesem Lehnstuhl aus, wo die Großmutter saß. Und da können wir erkennen, was für Segen ausgegangen ist, weil das Wort und das Gebet Mittelpunkt war. Gewiss, vielleicht hat manches gedacht, ach, unsere Oma, nicht, die sitzt immer nur so da, nicht, wie man oft so denkt, so oberflächlich.
Aber von Gott her gesehen war das die Zentrale.